willkommen zu einer neuen Folge. Auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Hinter mir seht ihr Frühlingsfest, glaube ich. Warte mal. Nee, Herbstfest. Der Frühling ist doch schon vorbei. Es ist auf jeden Fall ziemlich laut. Wir stehen hier beim Autohaus Brugger. Und hier ist Herbstfest. Das ist auf dem Weg nach Hause. Wir haben hier diese komischen Wibbelwabbel gesehen. Also diese Dinger, die hier hoch in den Himmel gehen und rumtanzen. Das ist auf jeden Fall lustig. Wenn man das sieht, dann muss man immer mal anhalten und muss mal gucken, was da los ist. Autohaus Brugger. Und die haben hier Herbstfest am 23.09. gehabt, 10 bis 15 Uhr. Die komplette Skoda Range, ne? Kettensägenkunst, live, Ingolf, Hunneshagen und Marcel Lindner, Kinderschminken, Hüpfburg. Dann gibt es hier Burger, ne? An einem schwarzen Burgerauto. Und der neue VW Amok. Ach nee, Amarok. Da will ich jetzt mal drauflaufen. Pupsi steht schon Schlange bei den Burgern. Mann, ist das laut. Marie fragt nämlich schon den ganzen Tag, warum senden da Luftballons erst beim Babybazar und jetzt auch noch hier beim Autohaus Brugger. Und jetzt versteht man auch alles besser. Hier gibt es auf jeden Fall so einen Foodtruck. Da habe ich gesehen, da gibt es Prachtburger. Und den Prachtburger möchte ich jetzt mal testen, weil ich habe noch nichts zum Mittag gegessen. Nachher ist noch C-Day, so für zwischendurch passt das bestimmt perfekt. So, das ist der schwarze Foodtruck. Jetzt halt gelb, wie man sieht, ist ein Foodtaxe. Also ein Taxi fürs Essen. Den zeigen wir euch gleich mal von vorne und zeigen euch mal kurz die Holzkunst. So, hinter mir seht ihr vielleicht jetzt die Schlange, die beim Foodtaxe ansteht. Pupsi steht auch an. Es gibt Prachtburger, wie gesagt. Und jetzt möchte ich euch kurz mal hier live Holzkunst, Kettensägenkunst zeigen. Da steht nämlich Ingolfs. Ingolfs Kettensägenkunst. Das ist Ingolf, wa? Und der steht hier und macht da gerade eine Eule. Und das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Hier sind noch mehrere Sachen auch ausgestellt, die man sich so angucken kann. Hier seht ihr lauter kleine Igel zum Beispiel mit einer schwarzen Nase, eine ganze Igelfamilie. Das kann man auch kaufen. Da ist ein Stern, da ist so ein Herz, da ist ein großes Herz. Hier ist schon mal so eine andere Eule. Gibt ja viele Leute, die sich sowas ins Wohnzimmer stellen. 17 Muster, ne? Und jetzt gehen wir zurück zu Pupsi und zu dem Prachtburger, den es irgendwie da vorne gibt. Vielleicht kann ich das Schild mal abfilmen, wenn wir näher dran sind. So, hier sieht man jetzt auch, was es gibt. Prachtburger, 100% Beef, Gurke, Tomate, Zwiebelsalat und Barbecue-Soße plus Käse und dazu natürlich Fritten mit Ketchup und Mayo. Wie das aussieht, das seht ihr gleich. Wenn ich meinen Burger ohne Tomate habe, bitte einmal ohne Tomate. So, das war auf jeden Fall jetzt sehr interessant, weil wir standen die ganze Zeit schon an. Wir wären fast drangekommen, dann ist uns aufgefallen, dass gar keiner irgendwie bezahlt oder so. Dass plötzlich so kleine Chips abgegeben wurden. Die musste man sich vorher erst drin holen, wussten wir gar nicht. Ich habe dann eine Frau hinter mir gefragt, hä, haben Sie irgendwie Chips oder so zum Abgeben, so kleine Teile? Hat ich gesagt, ja, klar, gibt's drin. Musste Pupsi schnell rein. Ich habe die Stellung gehalten hier, die Massen zurückgehalten. Dann ist Pupsi, kam sie wieder raus, hat die Chips mitgebracht. Wir haben die Chips dann jetzt abgegeben und war total komisch. Ich wollte eigentlich nur einen Burger. Pupsi wollte einen Burger mit Pommes im Menü, dass es dann so aussieht. Ihr kriegt dann so eine Schale, ne? Eine Schale direkt mit einem Burger und zu dem Burger ebenso eine Portion Pommes. Jetzt denkst du ja, dass du für einen Burger mehr bezahlst, für einen Burger weniger bezahlst, als für einen Burger mit Pommes. Ist aber egal, du hast einfach 5 Euro bezahlt. Und wenn du nur einen Burger wolltest, hast du nur einen Burger gegessen. Wenn du einen Burger mit Pommes wolltest, hast du Burger mit Pommes gegessen. Vorne an dem Ding stand ja dran, Burgermenü, 5 Euro statt 15 Euro. Normalerweise würde das also insgesamt wahrscheinlich 15 Euro kosten, hier dieser leckere Prachtburger plus die Pommes dazu. Aber heute einfach 5 Euro für jeden Zack und dann könnt ihr Pommes nehmen, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Bezahlt einfach 5 Euro für den Burger. Finde ich irgendwie cool gemacht, cool gelöst. Als sie die Chips geholt hat, gab es sogar noch diesen Eimer gratis dazu. Ein Eimer und ein Burger und eine Pommes und ein Menü. Und will man das so fürs Thumbnail jetzt reinhalten? Ich sehe leider wieder nichts, weil die Sonne jetzt da ist und komplett reinfuchtelt. Aber wir probieren mal ganz kurz die Pommes, die hier liegen. Die sind auf jeden Fall schön dick, schön knusprig, mit Ketchup, mit Mayo dran. Schön
Schön salzig, habe ich vergessen. Salzig auch richtig genial und weiß ich nicht. Die schmecken so kross. Die, glaube ich, eine der besten Pommes, die ich in letzter Zeit so gegessen habe. Schauen wir uns jetzt mal den Burger an, wie der aussieht. Der kommt ja hier in diesen Tütchen, schön mit Käse, mit schönen Zwiebeln drauf. Barbecue-Soße soll der haben. Hat ganz besonderes Brötchen auch, wie man sieht. Das ist so auch hier so ein Laugenbrötchen, oder? Laugenbun, sagt man dazu. Der sieht auf jeden Fall gut aus. Auch was alles drauf ist, schön saftig. Da bin ich mal gespannt, wenn wir da jetzt reinbeißen. Einfach mal hoch in die Hand und ein Biss. Schmeckt auf jeden Fall genial. Richtig saftiges Beef, 100% Beef. Stand ja auch dabei. Für 5 Euro so ein besonderer Burger mit so leckeren Pommes. Genial. Zum Glück haben wir das gesehen, als wir hier vorbeigefahren sind, dass wir da noch hingegangen sind. Noch schnell ein Mittagessen mitgenommen. Habt ihr auch schon mal einen Prachtburger probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten frage ich Pupsi gleich mal, wie es ihr geschmeckt hat und dann würde ich sagen, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, ich habe jetzt gerade meinen Burger dort probiert zu essen. Ne? Da kam noch so ein Mann vom Nachbartisch zu mir, hat gefragt, machst du das für YouTube oder was? 5 Euro, ne? Richtig gutes Angebot. Getränke gibt es übrigens auch kostenlos. Ne? Deswegen heißt es ja wahrscheinlich auch Burger-Menü. Statt 15 Euro für 5 Euro für jeden. Mit Pommes, mit Burger, mit Getränk. Jetzt haben wir gar kein Getränk genommen, weil wir das gar nicht wussten. Wir wussten es nicht. Es stand doch gar nicht irgendwo irgendwas. Hat doch keiner was gesagt. Aber es war so. Wie willst du das wissen? Und jeder, der aber gesagt hat, er möchte einen Burger essen, hat eben so einen Eimer dazu gekriegt. Richtig genial. Das kann die Mama jetzt als Putzeimer nehmen. Oder wenn man wieder der Hannes da ist und sich übergeben muss, kann er da mal reintun. Ansonsten, Pupsi hat auch gesagt, der Burger war mega lecker. Pommes finde ich gut, die werde ich jetzt hier noch wegnaschen, aber sie war auch überzeugt. 5 Euro, genial. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.